Es gibt aber noch eine andere Sache, Freunde, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar ist das Ganze bei Nacht. Er hat sich einfach sein eigenes Gesicht auf dem Mond bauen lassen. Wir werden einer Person, die kein Geld hat, einfach eine Villa schenken. Jo Leute, was geht? Heute spielen wir GTA 5 als Quintillionär. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Freunde. Und zwar sind wir so unglaublich reich, Freunde. Leute, wir sind so reich in GTA 5. Ich kann diese Zahl mittlerweile nicht mehr lesen, weil es so viele Neunen sind. Ich weiß nicht mal mehr, wie reich wir eigentlich sind. Es ist, glaube ich, eine Zahl mit 30 Nullen. Stellt euch mal vor, wie viel Geld das ist. Und wir haben eine brandneue moderne Villa, Leute. Brandneue Autos in GTA 5. Und wir werden Folgendes heute tun, Freunde. Wir haben eigentlich schon fast alles in GTA 5 gesehen. Als Quintillionär sind wir quasi der reichste Mensch, der jemals existiert hat. Und warum nicht anderen Menschen etwas Gutes tun? Deswegen hat Franklin jedem einzelnen Menschen in ganz Los Santos 1 Million $ gespendet. Und was sie daraus gemacht haben, Freunde, und wie unsere neuen Villen aussehen, das erfahrt ihr auf jeden Fall alles in diesem Video. Und ja, ich hoffe natürlich, Leute, dass euch das Video gefällt. Lasst deswegen auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr von dieser Mod feiert, falls ihr mehr von dieser reichste Mensch der Welt Mod feiert. Und wenn ihr neu seid, vergesst natürlich nicht, ein kostenloses Abo dazulassen. Ich würde sagen, wir starten aber mit dem Video, nach einer kurzen Einblendung. Aber kurz, Freunde, bevor wir mit dem Video starten, gibt es wieder eine coole Aktion von Lootboy. Für diejenigen von euch, die Lootboy noch nicht kennen, Leute, das ist nämlich eine Seite und auch eine App, die ihr für euch für iOS und Android kostenlos runterladen könnt, mit denen ihr mit Lootcoins kostenlos Packs öffnen könnt oder auch bezahlte Premium-Packs erwerben könnt, bei denen Sachen wie V-Bucks, Skins, Shark-Cards, Game-Keys und alles mögliche halt drin sein kann. Und ihr könnt ganz easy Coins sammeln, indem ihr auch täglich die Comics lest, tägliche Belohnungen abholt. Und es gibt auch das Diamanten-Feature, Leute, mit denen ihr mit Diamanten statt mit Echtgeld auch Premium-Packs öffnen könnt. Wie zum Beispiel auch mit dem sogenannten Schatzkammer-Feature, wo ihr euch verschiedene Apps runterladen könnt, mit denen ihr automatisch mit Diamanten belohnt werdet. Und dadurch habt ihr die Chance, Leute, euch ein eigenes Premium-Pack zu leisten, ohne dafür überhaupt Geld auszugeben. Und Freunde, jetzt bis Montag, bis 13 Uhr, gibt es eine spezielle Aktion. Und zwar, wenn ihr euch nämlich 10 Premium-Packs kauft, Freunde, erhaltet ihr noch ein extra Pack dazu, wo eine garantierte Shark-Card drin ist und ihr auch die Chance habt auf Lieferando-Gutschein, Huawei-Points und vieles mehr. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, Leute, ich habe jetzt richtig Bock, 10 von diesen Packs zu öffnen und dann werden wir auf jeden Fall mindestens eine Shark-Card ziehen, die ich euch in dem Video zeigen werde. Vergesst deswegen, Freunde, auf jeden Fall nicht, die App Lootboy über den Link in der Beschreibung kostenlos runterzuladen und benutzt natürlich auch den neuen Code CASHXXL. Dadurch erhaltet noch einmal 10 Diamanten und 2000 Lootcoins extra dazu. So, und ich würde sagen, Leute, wir gönnen uns auf jeden Fall jetzt mal die Packs. Da kann alles Mögliche drin sein. Bis zu einer 8 Millionen $ Shark-Card. Ihr könnt zum Beispiel auch mit mir zocken. Ihr könnt PC-Vollversion für Steam erhalten und vieles, vieles mehr. Ich würde sagen, wir öffnen die jetzt auf jeden Fall und schauen mal, Leute. Ich öffne die jetzt mit Diamanten und let's go. So, was ziehen wir auf jeden Fall? Okay, eine goldene Karte mal wieder. Ich weiß nicht, was es genau ist. Glaube ich, ein Wallpaper. So, gönn uns mal. Was ist das? Wir haben The Witcher gezogen. Wir haben The Witcher 3 gezogen. Okay, den Code zeige ich euch gleich. Alter, und eine 1,25 Millionen Dollar Shark-Card. Leute, heute ist das Glück auf unserer Seite. So, komm, gönn uns nochmal. Ey, ey, wir haben schon wieder eine Shark-Card gezogen. Das ist nicht normal. Okay, aber das war's noch nicht, Freunde. Wir haben nämlich noch das Bonus-Pack, das man bei 10 Premium-Packs erhaltet. Und da würde ich sagen, schauen wir mal, was für eine Shark-Card drin ist. Komm. Okay, 500.000 Dollar und 5 Euro Lieferando-Gutschein und nochmal 100 Diamanten extra. Das ist, Leute, auf jeden Fall ein echt guter Bonus. So, Freunde, auf jeden Fall hier den 5 Euro Lieferando-Gutschein. Löst ihn gerne ein. Hier die 100.000 Dollar GTA Shark-Card für PS4. So, hier die 1,25 Millionen Dollar Shark-Card, Freunde. The Witcher 3 Game of the Year Edition, Freunde, für den PC auf Steam mit diesem Code. Der Erste, der ihn einlöst, kriegt das Spiel. Auf jeden Fall, Freunde, vergesst nicht, Lootboy euch über den Link in der Beschreibung einfach herunter zu laden. Es ist völlig kostenlos und gebt natürlich den Code CASHXXL ein für 2000 Lootcoins und 10 Diamanten und nehmt auf jeden Fall an einer speziellen Promo-Aktion teil. Ich würde sagen, danke an Lootboy für die Kooperation und viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, ich würde sagen, zu Beginn des Videos zeige ich euch mal, wo wir uns aktuell befinden. Und zwar sind wir hier nämlich ein bisschen, ich würde sagen, so in dem Bereich Winewood. Und da haben wir nämlich eine brandneue Villa mit sehr viel Gras hier. Also das ist jetzt nicht so eine lange Wiese, aber es ist dennoch eine wunderschöne Villa, Freunde. Sie ist
symmetrisch aufgebaut und es ist eher ein sehr, sehr berühmter Architekt, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, hat dieses Haus gebaut und es ist verglichen mit den anderen Villen architektonisch gesehen auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ding. Dazu hat sich Franklin natürlich nicht nur neue Klamotten gekauft, sondern auch den brandneuen Königsegg Jesko, den ich euch ja auch in einem The Crew 2 Video gezeigt habe, Freunde, und dieses Auto kostet über 3,5 Millionen. Wer hupt denn hier die ganze Zeit? Diese Ausführung des Fahrzeugs kostet allerdings, Leute, satte 20 Millionen. Wir haben den nämlich nicht nur Vollgold gemacht, sondern auch so versiegelt, dass er nicht einen einzigen Kratzer erhalten kann. Dann haben wir natürlich noch die anderen Fahrzeuge und auch eine wunderschöne Innenausstattung, die einfach, Leute, ich muss sagen, es sieht sehr, sehr gemütlich aus. Wenn man sich in dieser Villa aufhält, dann hat man auf jeden Fall sofort das Komfortgefühl, das andere Komfortgefühl. Hier ist auf jeden Fall der Fitnessbereich und hier sind natürlich noch andere Fahrzeuge von Franklin. Und ich glaube, was ist denn da hinten los, ey? Okay, ich weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall scheinen die hier echt ordentlich Krach zu machen. So, hier haben wir noch einmal den Wohnbereich, welcher sehr, sehr schlicht, aber auch sehr modern aussieht. Und hier ist noch ein anderer Wohnbereich, Freunde. Und das ist natürlich nur eine von wenigen Villen. Wir sind Quintillionär, Freunde. Wir besitzen quasi ganz Los Santos. Wir beschenken jeden einzelnen Bürger in Los Santos übrigens mit 1 Million Dollar. Ich steige erstmal allerdings in den Königsegg ein. Und ich habe mir nur eine Sache gefragt. Und zwar, wie komme ich hier weg? So, warte. Jetzt sehen wir, ob dieses Fahrzeug wirklich unzerstörbar ist. So. Leute, es ist wirklich kein einziger Kratzer dran. Und dann würde ich sagen, geht es erstmal raus aus dieser Villa und yo! Alter, was sind das für coole... Was geht denn hier ab mit euch? Und jeder Einzelne hat sich einfach ein anderes Auto gekauft. Guck mal, diese einen Bürger, alle von denen sind Millionäre. Oder waren es zumindest. Denn sie haben sich davon ordentlich neue Fahrzeuge in GTA gekauft. Und jeder Einzelne von ihnen hat sich einfach ein individuelles Fahrzeug bestellt. Der eine hat sich auch gedacht, yo, ich investiere mein Geld lieber woanders. Ich hole mir lieber so ein Billigauto. Der eine will lieber Motorrad fahren. Der andere hat sich so einen Lowrider geholt mit extra großen Reifen. Und der andere hat sein Fahrzeug auf ein Dach gesetzt, weil ihm das Spaß macht, glaube ich. Und wir haben einen riesengroßen Stau, der direkt vor meinem Gebäude ist. Was geht denn hier bitte schön ab? Leute, könnt ihr nicht out... Ey, was geht denn da ab? Hey, die schlagen sich darum, wer sich das nächste Auto holt von denen. Entschuldigung, aber ich möchte mich aus der Sache raushalten. Ich möchte mich hier aus der Sache raushalten. Ich habe damit gar nichts zu tun, Leute. Übrigens, seid mir mal dankbar, dass ich euch allen das gesponsert habe. Jeder von euch hat jetzt nämlich 1 Million Dollar verdient durch mich. Ja, Freunde, das Leben in Los Santos hat sich tatsächlich zum Positiven gewandelt. Also, das gerade hat es nicht wirklich bewiesen, aber jeder einzelne von den Bürgern, jedem einzelnen, habe ich 1 Million Dollar gegeben. Also einfach so, ohne dass sie was tun müssen. Und was die daraus gemacht haben, das würde mich natürlich interessieren. Viele von denen haben in Autos investiert, einige von denen haben das Fahren verlernt und andere wiederum haben sich auch ein Haus gebaut. Aber das ist schon cool, Leute, wie lebendig Los Santos einfach ist. Jeder einzelne fährt mit einem brandneuen Auto, das man so normalerweise auf den Straßen noch gar nicht sehen kann. Und erstaunlicherweise sind die Straßen ein bisschen leer. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute sich Urlaub genommen haben. Ich glaube, von den 1 Million sind sehr viele von Los Santos auch in den Urlaub geflogen. Aber ich würde sagen, Freunde, wir holen erstmal natürlich unsere Freundin. Wer hupt denn hier rum? Ich würde sagen, Freunde, wir holen erstmal unsere Ehefrau Celine ab. Ich glaube, das war doch ihr Name, Celine, oder? Und dann fahren wir nämlich zu einem neuen Ort, der jetzt ganz neu gestern in Los Santos aufgemacht hat. So, da ist sie, Freunde. Unsere Freundin bzw. Ehefrau Celine. Und ja, sie hat sich in der Zeit natürlich jetzt die Haare machen lassen und ein neues Outfit. Und yo, was geht gerade ab mit meinem Spiel? Ich habe das Gefühl, irgendwie diese ganzen neuen Autos, die... Ey, Celine, was ist mit meinem GTA los? Offensichtlich gibt es hier ein größeres Problem, Freunde. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen in Bewegung setzen. Hallo? Wofür steht hier alle Schlange? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das für eine Show ist. Aber offensichtlich habe ich das Gefühl, Freunde, es hat sich sehr viel getan, seitdem Franklin jedem einzelnen Bürger 1 Million gespendet hat. Und ich weiß nicht, ob das sich zum Guten gewendet hat, um ehrlich zu sein. Aber was hat Positives? Die Straßen von Los Santos sind teilweise leer. Achso, was ich euch natürlich noch vergessen habe zu zeigen, Freunde, sind sehr, sehr coole Features. Ich muss euch das zeigen, Freunde. Und zwar erst einmal die Inneneinrichtung von dem Königsegg Jesko. Das habe ich euch überhaupt nicht gezeigt bis jetzt. Und Celine ist mega begeistert von dem Wagen. Einfach die Inneneinrichtung, Freunde. Alles ist am Bewegen und man sieht dieses Digitaltacho, wie krass das einfach ist. Und da haben wir noch so ein Infotainment-System. Es ist alles richtig, richtig gut designt worden. Es gibt aber noch eine andere Sache, Freunde, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar ist das Ganze bei Nacht. Und das ist, Leute, etwas, wofür Franklin mehrere Trilliarden dafür ausgegeben hat. Es ist ein Projekt, das hat so noch kein Mensch auf dieser Welt geschafft.
So, es ist nämlich etwas, Freunde, das hat selbst die Ehefrau Celine in GTA 5 noch nicht gesehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal. Wir steigen erstmal aus dem Wagen aus. Freunde, Franklin ist so reich. Er hat sich einfach sein eigenes Gesicht auf dem Mond bauen lassen. So etwas ist... Ich kann es nicht beschreiben, Leute. Es ist etwas. Schaut ihn euch an. Ich kann da mal auch mit dem Handy reinzoomen, Leute. Das ist wirklich kein Fake. Das ist hier kein Photoshop, kein gar nichts. Franklin hat sich wirklich das Gesicht auf den Mond bauen lassen. Und ich weiß nicht. Es hat so viel Geld gekostet. Ich finde es an sich echt eine sehr schöne Geste. Das heißt, niemand wird diese Person vergessen. Jeder wird an Franklin denken, derjenige, der mir 1 Million Dollar gespendet hat. Und jeder wird immer nach oben gucken und seht, aha, Franklin guckt mit seinen Augen auf euch. Das ist eigentlich extrem creepy. Warum habe ich mir das machen lassen? Und vor allem, das Bild ist nicht aktuell. Ich habe andere Haare. Man kann es ja gerade sehen. Ich habe ganz andere Haare. Das Bild ist überhaupt nicht aktuell. Ich würde auf jeden Fall sagen, muss da mal mit dem Architekten sprechen, der das Ganze verwirklicht hat. Ich bin am Überlegen, das Ganze nochmal umändern zu lassen für nochmal 20, 30 Trilliarden Dollar. Was hältst du denn, Celine, von dieser Geste? Was hältst du davon, dass mein Gesicht auf dem Mond verewigt ist? Ja, wahrscheinlich wollt ihr, dass ihr Gesicht auf dem Mond ist, ne? Aber tut mir leid, es geht hier nicht um dich, es geht hier um mich. Ich bin der Quadrillionär. Siehst du? Siehst du, was eine Quadrillion machen kann? Kannst du dein Gesicht auf deinen Mond machen? Vielleicht kann ich ja dein Gesicht auf die Sonne machen. Das wäre doch eine coole Sache, oder? Noch ist die Technologie nicht so weit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dein Gesicht irgendwann auf die Sonne machen werden. Und Leute, ich mein's ernst. Ich glaube, das lässt sich sogar irgendwie verwirklichen in GTA 5. In GTA ist alles möglich. Man sieht's an dem Mondgesicht. So, Freunde, als nächstes befinde ich mich an einer Stelle, wo ihr es wieder sehen könnt, dass das Spiel komplett wieder am Laggen ist, aber ich habe jetzt brandneu gesehen, Freunde, und zwar hier an dieser Map, Freunde, wurde etwas Neues gebaut. Und ein neues Gebäude ist plötzlich errichtet worden und das ist nicht Eigentum von Franklin, denn es wurde tatsächlich, glaube ich, von den mehreren Millionen von mehreren Bürgern finanziert, die sich gedacht haben, sie würden gerne hier ein Apartment bauen lassen. Und dadurch ist das hier zustande gekommen, Freunde. Hier sieht man eine Menge von verschiedenen Fahrzeugen, sehr coole Fahrzeuge auch dabei. Hier sogar auch eine Landebahn. So einfach einen Flughafen gibt es hier sogar. Ein Helipad und das einfach direkt vor dem Winewood-Schild. Ich muss sagen, ist interessant. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr interessiert daran. Okay, das ist ja richtig cool. So, hier kommt man zu den verschiedenen Orten. Und ich glaube, hier ist sogar auch ein großer Pool. Ey, wie geil ist das denn? Hier ist auch noch sogar ein großer Pool. Ist das ein Hotel oder ist es wirklich so ein Penthouse, was die Leute gebaut haben? Feiere ich eigentlich. Also ich weiß, dass 1 Million Dollar sowas nicht bauen können. Aber ich kann mir vorstellen, dass 20 Millionen so etwas bauen können. Also kann sein, dass das wirklich 20 verschiedene Leute sich gesagt haben, yo, lass uns ein neues Gebäude bauen. Direkt vor dem Casino. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Ich würde sagen, wir schauen uns das an. Wir können jetzt in die zweite Etage oder in die erste. Okay, wir sind in die erste jetzt gegangen. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Also das ist eines dieser Apartments, die man dann kaufen kann. Das sieht echt gut aus. Yo, hier ist ein Billardtisch. Da hinten ist eine Küche. Es ist etwas am Abfackeln. Sehr nice. Aber ich muss wirklich sagen, ein sehr gemütliches Penthouse. Wirklich ein sehr, sehr gemütliches Penthouse. Ich glaube, hier um die Ecke geht es sogar noch weiter. Hier haben wir sogar noch ein großes, sehr, sehr, sehr gemütliches Bad. Ich hätte mir vorgestellt, dass hier noch ein Whirlpool reinpassen würde. Aber eventuell wollte das hier jetzt keiner haben. Ist hier auch noch ein Zimmer? Okay. Und hier ist sogar das Schlafzimmer. Finde ich nice. Muss ich sagen, finde ich nice. Dann schauen wir mal, was es in der zweiten Etage noch so gibt. Etage 2. Okay, Etage 2 ist also das Dachgeschoss, wo man auf dem Dach gehen kann. Yo, Bruder, hast du das Gebäude gekauft? Bist du einer der Besitzer? Oder... Der Hubschrauber alleine kostet übrigens schon über 5 Millionen Dollar. Und da ist auf jeden Fall... So, warte, wir machen mal einen kurzen Sprung. Und yo, okay. Und... Zünden den Fallschirm. Wir zünden den Fallschirm. Habe ich gerade gesagt, wir zünden den Fallschirm. So, und... Alles klar. Und da unten ist sogar noch so ein kleiner Mini-Flughafen mit verschiedenen Flugzeugen. Leute, ich muss sagen, echt Respekt an diejenigen, die das Ganze sich bauen lassen haben. Fühle ich auf jeden Fall und ich finde, das ist eine sehr coole Sache. Aber ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir Folgendes vor, Freunde. Wir werden in diesem Video jemandem eine Villa schenken. Wir werden einer Person, die kein Geld hat, einfach eine Villa schenken. Und zwar, Leute, geht es nämlich um diese Villa. Die wurde nämlich jetzt brandneu platziert. Ich habe sie noch nicht betreten. Wir können sie uns ebenfalls noch anschauen. Leute, ich zeige euch in diesem Video so viele verschiedene Villen und davon gehört am Ende nur eine einzige Franklin. Beziehungsweise die gehört Franklin noch, aber er wird sie einer Person schenken. Und ich bin so sehr auf seine Reaktion gespannt. Deswegen, bevor wir uns die Villa anschauen, Freunde, werde ich erstmal diese Person aufsuchen. Wir werden ihm dann die Hausschlüssel geben und ich bin auf seine Reaktion dann sehr gespannt. So, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach dem ganz glücklichen Kandidaten, der jetzt die Villa von mir bekommt, die mehrere 20, 30,
10 Millionen wert ist. Und ich schau mal, ob wir hier jemanden finden können. Hallo? Hallo, ich suche hier jemanden. Wenn hier irgendjemand ist, kann er sich jetzt kurz bei mir mal melden? Yo, 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 yo. Sie da, liebe Frau. Bleiben Sie kurz stehen. Bleiben Sie mal ganz kurz stehen, liebe junge Frau. Ich will Sie nicht lang stören, tut mir leid. Will sie echt nicht lang stören. Ich weiß, ihnen geht's vielleicht nicht gut in diesen Verhältnissen. Ich habe aber eine Aktion am Laufen. Und zwar schenke ich jedem Bewohner von Los Santos 1 Million Dollar. Und damit sind nicht nur sie gemeint. Ich will sie aussuchen. Sie bekommen etwas anderes von mir, okay? Sie bekommen nicht 1 Million Dollar. So viel habe ich leider nicht. Ich habe schon alles ausgegeben. Aber ich bitte sie auf jeden Fall mal in mein Auto zu kommen. Also, da, nein, nicht das, was sie denken. Nicht das, was sie denken, okay? Einfach nur einsteigen. Und ich werde Ihnen eine große Überraschung machen. Sie werden am Ende des Tages glücklicher können Sie nicht sein. Sind Sie einverstanden? Kommen Sie mit? So sieht ein überzeugendes Gesicht aus. So, wir steigen mal ein. Und ich meine, Sie können sehen, ich habe Geld. Ich lüge Sie nicht an. Das Auto kostet 20 Millionen. Oh oh. Ich habe das Gefühl, die anderen verfolgen mich. Nein! Lass mich in Ruhe. So, sie steigt ein. Ey! Ey, der will mein Auto klauen! Ey, das ist mein Auto! Ich dachte, du hast schon... Okay, er hat noch 21 Dollar übrig gehabt. Alles klar. Dankeschön, Kollege. Aber ey, ich gebe nicht jedem das Geld. Also ich gebe jedem Bürger das Geld. Aber er war offensichtlich kein eingetragener Bürger. Er hat wahrscheinlich keinen Ausweis gehabt. Aber ich bin jetzt mal gespannt. So, wir haben die Person jetzt aufgesammelt. Okay, beruhig dich, beruhig dich. So. Hä? Warum ist meine Tür auf? Hallo? Junge Frau! Na gut, sie war offensichtlich nicht so angetan davon. Okay, fragen wir mal den Typen. Der Typ sieht mir auch aus, als hätte der nicht wirklich viel gehabt. So, lieber Mister. So, steigen Sie gern mal ein, Kollege. Ich möchte Ihnen kurz was zeigen. Können Sie mir kurz aushelfen? Ich verstehe nicht, warum die jetzt alle Panik schieben. So, Mister, wir sind jetzt angekommen. Ich fahre den Wagen mal kurz rein. So, okay. Sie können aussteigen. Yo, hallo? Kollege? Aber... Warte mal kurz. Wer sind Sie denn? Wo ist denn der Herr verschwunden? Was machst du denn in meinem Auto? Hallo? Wo ist denn der Typ? Hallo? Ey, yo, da bist du ja, Bruder. So, okay. Ich mach's kurz. Ich hab nicht viel Zeit. Und zwar, ich werde dir das Haus schenken. Ja? Ich werde dir das Haus schenken. Die ganze Villa ist deins. Nimm die Hausschlüssel und du kannst ein neues Leben anfangen. Mach das Haus bloß nicht kaputt und wie du die Frau da mit dem Auto los wirst, ich weiß es nicht. Nimm sie einfach mit, heirate sie und dann könnt ihr beide den Führerschein zusammen machen und ja, werdet eine schöne Zeit zusammen haben. Ich wusste es, Leute, seine Reaktion. Er gibt mir Applaus, okay. Das ist alles, was ich tun kann. Ich bin Quadrillionär, okay. Viel Spaß mit dem Haus, ich bin da mal weg, ciao. Obwohl, Leute, lass uns ganz kurz nochmal die Villa anschauen. Ich würde mir den noch ganz kurz mal anschauen. Jo, wir haben hier so einen Wohnbereich, ne, alles wunderschön, wie das hier aussieht. Hier kann man mit der Treppe hochgehen. Ich habe aus Versehen jetzt leider Fenster kaputt gemacht. Hier ist auch noch der Wohnbereich. Also generell, wunderschöner Balkon. Die Aussicht auf Los Santos ist fantastisch. Da ist noch ein Obergeschoss und. Freunde, es ist auf jeden Fall sehr nice. Ich dachte mir in dieser Episode, warum nicht den Leuten geben, die nicht viel haben, wenn man schon als Quintillionär ist. Aber eine Sache wollte ich noch machen, Freunde. Und zwar wollte ich noch eine große Penthouse-Party starten in Los Santos. Und zwar im Maze Bank Tower. Okay, Freunde, wir sind jetzt auf unserer eigenen Party. Unsere Ehefrau Celine ist natürlich auch wieder am Start. Sie hat sich wieder die Haare machen lassen, wie sie es wahrscheinlich jede einzelne Stunde macht. Aber yo, was will man nicht anderes machen? Und hier, wir können auf jeden Fall jetzt rein. So, lassen Sie uns rein. Ich bin der Besitzer von diesem Penthouse. So, Celine, komm rein. Komm rein. Oh mein Gott, was geht denn hier bitte schön ab? Was ist denn das hier für eine Party? Celine, du musst dir das mal angucken. Vielleicht hat sie keinen Bock. Ich weiß nicht. Und jeder feiert hier einfach, Leute, dass Franklin alle Leute hier zum Millionär gemacht haben. Okay, und die eine geht offensichtlich ein bisschen mehr aufs Ganze. Also die tanzt hier schon richtig, richtig gut so. Und die Leute, die feiern, ich weiß nicht, was das für ein Tanz ist. Das ist meiner Meinung nach, liebe Frau, das ist kein Tanz, aber egal. Ja. Aber ja, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von diesem Video. GTA 5 als Quintillionär spielen. Ich hoffe, ich habe es so richtig ausgesprochen. Checkt natürlich, Leute, auch gerne über den Link in der Beschreibung die Lootbuy-App aus und gebt den Code CASHXXL ein für 2000 Lootcoins und 10 Diamanten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.